Willkommen zum Finale von Paper Mario Color Splash. Wir sind in der Bowsers schwarzen Festung und, oder besser gesagt, Festung des schwarzen Bowsers, ja, so rum. Und wir haben ja ein Deck und sind im letzten Part vor schwarzer Farbe geflüchtet, haben uns hier verschanzt und hier ist ein Speicherblock. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh, und das bedeutet, dass die schwarze Farbe auf uns zukommt. Ja gut, dann rennt Mario. Okay, oh nee, gibt's jetzt schon wieder so ein Hindernis rauf. Oh Gott, 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 oh Gott. Hier hoch, okay. Oh mein Gott. Warte, Ruhe. Oh Gott, da rein, Mario. Ja, wenn man die schwarze Farbe erwischt, dann ist man natürlich down. Na gut, sei's drum. Müssen wir das Ganze halt nochmal machen. Und diesen Hindernisparcours so überstehen. Natürlich kann man das auch nicht lesen, ne? Dass es da... ja, diese Probleme gibt. Wir haben die Fabrik ja zerstört, ne? Wir erinnern uns. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganze schwarze Farbe ausläuft. Und es ist... viel schwarze Farbe. Es ist eine Menge schwarzer Farbe. So, diesmal weiß ich das. Hier geht's hoch. Wenn da mal die Brücke kommt, danke. Dann kommt dieser Kettenhund oder Kugelwilli, besser gesagt. Da in die Röhre rein. Ja, jetzt läuft's. Jetzt müssen wir aber nochmal aufpassen. Okay. Nein, geh in die Röhre, Mario. Oh, mach's doch nicht so spannend, bitte. So, die schwarze Farbe kommt aber auch in die Röhre rein, oder? Ach so, wir kommen wieder an den Anfang, wo das Peach-Gemälde war, oder? Wir haben es geschafft, nur dass Prinzessin Peach jetzt weg ist. Jetzt verstehe ich langsam, warum du dich seit Jahren mit diesem Bowser herumschlägst. Können wir hier ausschneiden? Es sieht so verdächtig aus. Oh, hier könnte man am Strick ziehen. Sollen wir das mal machen? Oh, okay, geheimer Eingang. Dann mal los. Mhm. Gibt es hier nochmal anständige Karten? Wie gesagt, der Kampf wird heftig. Er hat mir einen Tipp gegeben, es gibt was, was ihn schwer macht, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Hat das was mit einem Dings zu tun? Wenn ja, weiß ich nicht falsches. Bevor wir weitergehen, muss ich dir noch etwas sagen, Mario. Obwohl, vergiss es, du kannst jetzt keine Ablenkung brauchen. Gehen wir weiter. Okay. Gut, wie auch immer. Nein, es geht nicht. Ich muss es sagen. Hä? Was denn? Wir kennen uns mittlerweile recht gut. Seit du mich mit einem Hammerschlag mitten aufs Etikett geweckt hast. Wir haben gedacht, wir haben gelitten. Wir wurden vom Blitz getroffen. Du wurdest vom Blitz getroffen. Aber in dieser ganzen Zeit hast du niemals ans Aufgeben gedacht. Was ich sagen will, ist Danke. Was auch passiert, ich werde immer dankbar für deine Freundschaft sein. Es bleibt uns nur noch eines zu tun. Schnappen wir uns Bowser und retten Prinzessin Peach. Ja, ist ja gut. Dann sind es zwei. So ist es, mein kleiner Fabian. Es war eine geile Zeit mit dir. Aber jetzt scheinen wir tatsächlich im finalen Kampf angekommen zu sein. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen schwach, das letzte Level. Aber okay, man will es jetzt vermutlich wirklich zu Ende bringen.
Bowser. In Schwarz. Na, sieh mal einer an, Mario. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du es bis hierher schaffst. Die Prinzessin ist auch da. Ich will ihr das hier ja nicht vorenthalten. Natürlich konnte ich nicht zulassen, dass sie weiter diese warnenden Briefe verschickt. Sie mag bildhübsch sein, aber ich musste etwas tun, damit sie nicht weiter aus dem Rahmen fällt. Oh shit, der Lack ist ab, Bowser. Wir haben schon die Bombenfabrik in die Luft gejagt. Wenn du jetzt freiwillig aufgibst, lassen wir dir ein schönes heißes Bad ein, damit du dir diese Schmiere abwaschen kannst. Das glaube ich dir nicht. Und selbst wenn, würde mich das nur wütender machen. Also los. Ja, es kommt zum Kampf gegen den schwarzen Bowser. Und ist das schon das Finale? Das ist natürlich die große Frage. So, ich habe mir die Karten jetzt... Ich habe ein mächtiges Deck dabei, würde ich mal sagen. Und ich schaue da auch gleich mal auf den Pfeffer. Denn den wollen wir hier tot sehen. So, nimm mir mal alles, was ich so habe. Ich habe sehr viele ganz große Hämmer mir besorgt. Und da werde ich natürlich nicht zücken, die einzusetzen. Um Bowser down zu kriegen. Warum Hammer? Mit dem Hammer ist es am leichtesten. Oh, okay. Wenn man ihn trifft, geht seine Farbe ab. Nice. Es ist am leichtesten, da ein Exzellent rauszukriegen, auch wenn ich jetzt gerade überhaupt keine Exzellenz schaffe. Es kommt da, okay. Normaler Panzerangriff. Ja, kennt man ja schon von Koopas, Käfer und was weiß ich noch. Was kommt jetzt? Er ruft Schergen, okay. Ja, es sind Hotheads, die dürfen wir natürlich auch nicht angreifen. Hole ich mir mal das Kartenrad und hoffe mal auf ein paar gute Karten. Neues Blume, ja, neues Blume ist... Ah, ich glaube, damit kriege ich die Hotheads schon mal... ja, anständig down. So, dann die Dreierhammer wären nicht schlecht. Wurfhammer, nee, die behalte ich noch. Eisblume. Und dann, was knall ich dem noch rein? Zweimal Hammer. Es geht darum, Bowsers Farbe abzusaugen. Frage ist, gibt es noch eine zweite Phase? Da bin ich gespannt, ob es da wirklich noch was gibt oder nicht. Ich, oh warte, die überleben die Feuer... Die, ach so, die überleben diese Blumen. Oh shit. Ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass down wären, aber die sind dann doch stärker als gedacht. Es sind schwarze, ne? Schwarze Hotheads. Ups. Ja, dann hoffen wir mal das Beste. Ha. In diesem Zug werden wir Bowser vermutlich nicht angreifen. Doch, Mario greift ihn an mit den Hämmern. Geil. Nice! Oh, und ja, Gegenangriffe kommen natürlich auch. Ah, Feuer, ne? Ja, Feuer. Oh, shit. Das macht sehr viel Schaden. Ich habe natürlich auch für Leben gesorgt. Bowser hat seine schwarze Farbe zurückgekriegt. Ach, goddammit. Okay, wir müssen die Schergen besiegen. Ansonsten gewinnt Bowser an Kraft. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, müssen wir mal schauen. Wir kriegen eine Dingskarte, die Ballons. Ich weiß gar nicht, was die Ballons machen. Ich versuche das mal. Ich setze mal die Ballon sein. Und schmeiß dann einen riesigen Hammer. Der wird Bowser vermutlich auch treffen. Feuerblume. Und K.O. Hammer. Muss man alles versuchen. So, kopieren. Ob die funktionieren, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube schon, ne? Aber was machen die Ballons denn, wenn sie nicht gerade für Ludwig gebraucht werden. Machen die Schaden? Das ist die große Frage, ne? Und die Javi scheint... Ah, sie... Ach so, sie bringen die Gegner zum benommen werden und holen die Schergen weg. Oh, das ist eine starke Karte. Oh mein Gott, hätte ich nur andere Karten benutzt. Das ist ja richtig heftig. So, und Feuer müsste Bowser auch schaden, oder? Ja.
Ey, die Ballons sind ja richtig stark. Nice. So, er greift mich mit einem Sprung an. Okay, also er hat alle Moves drauf, die Mario auch so drauf hat, ne? Und neue Schergen kommen. Oh, ganz kleine. Ja, für die ganz kleinen habe ich natürlich auch was. Ich setze aber auch mein Kartenrad wieder mal ein. Und hoffe auf gute, farbige Karten. Und ich krieg eine Feuerblume. Eine Feuerblume, okay. Dann nehme ich mir die Triple Wurfhammer. Und ist dann noch... normale Hammer. Ich weiß nicht, was schadet Bowser noch? Ich habe noch so große Hammer. Und Eisensprung. Machen wir noch einen großen Hochhammer. So. So will ich das haben. Vielleicht klappt es ja. So. Erster Hammer. Okay. Trifft schon mal ein bisschen. Zweiter. Und nochmal, dann wird der down sein, der erste. Aber leider ist das nicht so, wie ich das berechnet habe. Aber ist nicht schlimm. So. Vielleicht macht die Feuerblume den Rest. Ja, tut sie. Super. Also der kriegt hier seine Farbe nicht wirklich zurück. Aber die Frage ist, befreien wir Bowser halt gerade oder was passiert hier? Der will wirklich ganz schwarz sein. Ist das sein Ernst? Ja, gleich in der Hälfte. Nice. Und ich habe noch Dingse, ne? Also ich habe noch so einiges zu bieten. Ich habe sehr viele kurze Karte gekriegt. Wie gesagt, geht in die Boss-Level der Koopalinge und sucht Kamek auf, besiegt ihn und ihr bekommt massig Geld. Also, es ist kein Thema, das Geld. Warte mal, wo sind meine Dingse da? Aber ich will die jetzt noch nicht verbrauchen. Ich würde sagen, die Blockflöte kommt jetzt mal dran. Ich will wissen, was die macht. Und dann haue ich noch so riesige Hämmer rein. Ja. So, die werden wir anmalen. Und was macht die? Schauen wir mal. Die spielt... Ach so, die funktioniert genauso wie in Super Mario Bros. 3. Es kommt so ein Windstoß und der nimmt dann die... ganzen Gegner weg? Nee, sie sind auch da. Okay, sie werden in die Luft geschleudert und wieder auf den Boden geprallt. Und das überleben die Teile sogar noch. Oh, das überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, Bowser kriegt, ja, nur noch den K.O.-Hammer reingedrückt. Und er kriegt auch ein bisschen Farbe zurück, oder? Was? Mario, bist du's? Was machst du denn in meiner Festung? Ist Prinzessin Peach auch da? Hä? Was zum... What? Hä? Oh shit, was ist das denn jetzt? Ah, ignoriere, was ich gerade gesagt habe. Mir wird's langsam zu bunt, gleich spürst du die wahre Macht der schwarzen Farbe. What the hell? Brauche ich hier irgendwie ein Dings? Oder was wird hier gespielt? Also, ich tendiere dazu, jetzt mal Dings einzusetzen. Ich habe die Waschmaschine dabei. Aber das macht mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen Angst. Ich hol mir Dingse. Komm. Ich versuch's jetzt mit Dingsen. Und auch mal Sprüngen und normalen Karten. Ich weiß ja nicht. Aber diese Vorwarnung, das ist irgendwie hässlich. Kommt jetzt ein Ultra-Angriff. Ah, ich hätte mich auch vielleicht heilen müssen. Oh Gott. Nein, er schützt dich, oder? Nee, tut er nicht. Okay. Na, dann funktioniert der Waschgang eigentlich auch. Sieht nur so merkwürdig aus.
bei der ganzen Szene. Komm, komm, wasch ihn weiß. Weiß, weiß, weiß. Nein, nicht weiß. Macht auch nicht so viel Schaden. Oh Gott. Es ist aber alles noch ganz normal. Ja, nur dass er jetzt bedrohlicher ist. Oh Gott, ich habe Angst vor seinem Angriff. Was ist das? Schmeißt es auf mich? Nee. Er macht einen Megatornado. Und macht mich damit schwarz. Hä, bin ich jetzt wirklich schon down? Was?